So. Ich hatte eben einen Kunden gehabt, der heißt Alf, der Kunde. Den Scherz konnte ich mir eben nicht entgehen lassen. Da bin ich eben die Treppe hochgegangen, wollte klingeln. Ist mir zufälligerweise auch gerade eine Katze hinterhergelaufen, die gehört da dazu. Dann hat die Frau die Tür aufgemacht, da habe ich sie erst mal gefragt, ob ihre Katze zufälligerweise Lucky heißt. Die Alte hat das gar nicht begriffen, was ich wollte von ihr, weißt? Hat sie wohl die Serie damals nicht geguckt. Ja, immer bloß Gejammer von dir, Fitzi. Boah, wann kommt denn der scheiß Bus endlich? Ja, das können wir doch heute Abend machen. Können wir ein bisschen zocken. Du, sag mal, ja, heute Abend, ja, weiß ich nicht, Fitzi. Nimm mal einen Hustenbonbon oder sowas. Alter, geh mir dich ausscheißen, ey. Kriegst du keinen richtigen Satz mehr hin. Ja. Eagle Eye Entertainment, mein Name ist Backbringer, was kann ich für Sie tun? Dann hast du auch Lust, mit ins Studio zu kommen. Ich muss erst noch nach Hause, ich komme danach. Wann ungefähr? So, 5:30 müssen wir im Studio sein. Oh, na endlich. Wie gesagt, ich komme nach, ich muss auflegen, der Bus kommt. Ja, willst du denn heute Abend noch einen saufen oder nicht? Ja, weiß auch nicht so genau. Ja, warum wollen wir uns dann um 3 treffen oder was? Ja, weiß ich nicht. Wieso sagst du mir, du weißt nicht, du musst doch mal was wissen. Oh, Fitzi, wir treffen uns einfach um 3 dann. Aber das ist auch zu früh, wenn wir dann schon anfangen zu saufen. Können wir uns doch abends auch treffen. Du bist doch um 4 schon wieder hackedicht, oder nicht? Du Bimala, geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. 1, 2 Bier. Und du bist wieder schön. It's only rock'n'roll, it's Buba. Buba-Time, it's Buba-Time. Aber sowas von. Meine Sache, mein Problem. Ich hab Durchfall bis um 10. Eye, Eagle Eye. So, lass uns mal hier Schmalzgebäck-Song machen, oder was? Und es schmatzt sich besser. Mit Schmalzgebäck. Kuchen. Schmatz. Ja, wir nehmen jetzt schon auf. Ist geil. Wie viel Gitarrist? Ich bin gerade leicht überfordert. I know, it's only rock'n'roll, but I like it. Meets. Ja, klingt ja schon fast wie eine Western-Gitarre. Ja, am Anfang da verstimmen die sich immer ziemlich schnell. Aber klingt ja richtig geil, aber das sind ja die ganz guten Seiten, Digga. Ja, ich habe ja extra die teuren gekauft, ne? Ich da wird ja nicht gespart, oder was? Auch wenn die Gitarre nur einen Wert von 20 Euro hat, die Seiten müssen mindestens 100 kosten. Eagle Eye Entertainment, mein Name ist Bringbecker, was kann ich für Sie tun? Daniel, wo bleibst du? Denn du kommst doch rüber, oder was? Wieso, warum? Ich brauche noch ein krasses Solo von dir. Daniel, du riechst nicht so gut aus dem Mund. Fitzi, du stinkst. War das gerade der fiese, fette Drecksack? Ja, ich trinke noch aus und dann komme ich rüber, vielleicht. Alles klar, bis gleich. Wir müssen jetzt langsam mal den neuen Ding aufnehmen und so. Du musst halt Texte schreiben. Du bist doch schon alles fertig. Wir haben sogar schon wieder einen neuen Song. Wir arbeiten dauerhaft hier an unserer Karriere, also. Oh Mann, ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Na, hab ich meine Hausaufgaben wieder gemacht. Was ist das für ein geiler Typ, der sowas macht? Ich weiß auch nicht so genau. Das bin ich. Und dann schleppe ich mal Fitzi mit ins Studio. Dann muss ich mir Fitzi mal einsammeln fürs Studio. Einen Abend. Alleine. Nackt. Ich bring das Spielzeug mit. Dopi, du auch. Was soll ich mitbringen? Bist du schon wieder krank? Ich bring mich mit. Das reicht doch hoffentlich. Aber nackig! Ey, Dopi. Nee, bring mal alles lieber mit. Aber weiß ja nie, ob was fehlt. Ich hab ja nicht. Damals hatten wir ja nicht. Bring beginnende Themen, mein Name ist Eigeli, was kann ich für Sie tun? Ey, Daniel, wir warten immer noch auf dich. Ich glaube, ich kann nicht mehr, ich hab zu viel getrunken. Ist doch scheißegal, beweg deinen Arsch jetzt endlich hierher. Nee, ich komme jetzt nicht mehr, aber ich schicke euch noch ein schönes Selfie von mir. Ja, der ist doch total breit auf dem Bild, oder was? Junge, kann man sich nur so gehen lassen. Da war er 3 Tage dauersteif. Ich bin ja wenig zippelig, was sowas angeht, ne? Aber, alter Verwalter. Ja, das ist übelste Hardcore-Brenner. Wie eine Eule. Oder wie heißen diese anderen Tiere, die immer diese fetten Augenränder haben? Koala-Bär?
Ja, Koala-Bären, ne? Die haben nur diese schwarzen Ringe, ne? Ne, Panda-Bären haben doch immer so schwarze Augen, oder nicht? Koala hat das doch gar nicht, oder? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, du. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Nee, du hast recht, Panda-Bären sind das. Komm ich denn auf den Koala-Bär? Wie sehen die Dinger denn aus? Das sind Waschbären, ihr Idioten, ey. Meine Fresse. Aber sowas regt mich auf, ey. Waschbären sind das. Ja, du bist schon so ein Waschbär. Die anderen Bären haben auch so eine Augenringe, die auf so einem Bambusbaum sitzen, im Dschungel. Das sind Waschbären, bist du behindert? Panda-Bären. Waschbären. Es sind Pandas. Pandas haben immer schwarze Augen. So schwarze Augenringe. Mann, aber man sagt eigentlich, man sieht aus wie ein Waschbär. Ihr seid auch Pandas. Muss das Bild mal öffnen. Da siehst du, wie er richtig radikal die Plauze hängen lässt. Aber weißt du, wer daran schuld ist? Das ist der Staat. Das ist einfach nur der Staat. Der Staat ist schuld. Weißt du, ja? Das ist der Staat. Das ist der Staat. Ganz einfach. Wollen wir das Bild mal richtig groß ausdrucken lassen und dann ihn zum Geburtstag schenken? Lebt Dopi noch? Klingt wie ein Babyfurz, Junge. So lächerlich. Das war erst das Fax gewesen. Danach heißt es, die Würstchen sind bald fertig. Klingt komisch, ist aber so. Hast du noch nicht mal richtig reingeschafft? Ich stehe immer drauf und fluche. 1, 2, Bier. Schon bist du wieder schön. Miets, Mats, Miets, Moots. Miet, 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 oh, miet. 1, 2, Bier. Und schon ist die Katze wieder größer geworden. Oh, Fitzi, du bist also zu hart, oder was? Vielleicht deine Meinung. Ich habe nur Ersatzrolle draufgesetzt, war im Scheiß aus. Ich gucke gerade eben so eine befuckte Reportage an über irgendwelche Raketenstarts. Wir wollen ja wohl zum Mond fliegen oder so. Sofort abbrechen, da rennen zwei offensichtlich betrunkene Idioten über die Startbahn. Verstanden, Husten, breche Startsequenz ab. Ach, wen interessiert das überhaupt? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ey, die Katze war so ekelhaft scheißen gewesen. Ich musste die Tür zumachen. Der ganze Flur hat nur noch Durchfall gestunken, ey. Manchmal riecht es ja echt wie Collage, ey. Oh, ich habe mein Bier gleich mitgenommen. Da steht noch im Proberaum. Steht nicht im Proberaum. Das steht bei mir und ich werde mir da jetzt ein Bier reinziehen, Alter. Ich hoffe, der stinkt so. Hier funktioniert gar nichts. Meine Heizungen sind alle ausgefallen, das Licht im Schlafzimmer ist ausgefallen. Ey, Alter. Weißt du, als hier die Ex von mir aus Rostock kurz hier war und wir danach Schluss gemacht haben, funktionierte der Toaster nicht mehr. Von einmal. Na, das ging einfach nicht mehr. Der geht bis heute nicht mehr. Dann hier, als die mit dem Hund da war und wir Schluss gemacht haben, als sie bei mir war, sind mir hier von der Küche bis zum Bad sämtliche, wie heißt denn das? Steckdosen funktionieren nicht mehr. Und jetzt ist Sunny hier und meine Heizung geht nicht mehr und das Licht geht nicht mehr im Schlafzimmer. Ja, das kann doch kein Zufall mehr sein, oder was? Sind das alles Hexen, oder was? Ist denn eine ganze Bude total verflucht, glaube ich. So, guck mal, wenn ein Mensch krank ist, nennt ein Mensch eine Tablette, ne? So ähnlich ist das mit deiner Bude. Nur deine Bude braucht keine Tablette, die braucht einfach nur noch ein Abrissbild. Wäre eine Option. Aber so wie ich dich kenne, geht das hier, glaube ich, alles am Arsch vorbei. Alter. Ich meine, es ist Feierabend. Und wir gehen schon die Landeklappen runter. Ja, ich guck mir jetzt noch ein bisschen sexy Sportclips an, Alter. Reich für Omas, Alter. Hab bloß manchmal das Gefühl, dass die in dem Moment dann gucken, wenn ich mal gerade mal langsam bin, weil ich sonst eigentlich ziemlich schnell rotig mache und... Und seit Freitag habe ich geschwollene Finger. Das ist auch nicht schön. Könntest du sehen, dass ich gut bin und schnell arbeite und pünktlich bin. Aber gesund sieht das auf jeden Fall nicht mehr aus. Ich werde mir schön ins Kissen furzen, dann werde ich einschlafen. Haut rein jetzt. Also, ich vergessen aufzulegen. Seid ihr noch da? Na, Fitzi, das war ja ein langer Abend. Ich bin so gegen 1:45 bin in den Rennsbett gegangen. Besser gesagt, gestolpert. Also in dieser Folge hatten wir doch echt viel Spaß. Versteh ich nicht. Versteh es einfach nicht. Ich kann mich darüber aufregen. Ach komm, dir hat's doch auch gefallen. Augen sagen mehr als Worte. Ich weiß nicht. Ach übrigens, Daniel. Ja? Es war ein Festival mit dir heute Abend. Danke, Fitzi, Fitz.
Aber Daniel, das nächste Mal nicht ganz so doll. Musst du gerade sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.